Hallo Leute, das nächste Video im großen Review-Marathon ist der Armbrust aus der Rebel-Serie gewidmet, die im Englischen Guardian Crossbow heißt, im Deutschen Rebellen-Armbrust. Man kann jetzt streiten, was man cooler findet, so als Name. Nicht streiten darüber kann man, dass das hier optisch von der Form her ein extrem cooler Blaster ist. Ich denke, man kann auch zumindest als erwachsener Mann so emanzipiert genug sein, dass man über Pink und Rosa hinwegsehen kann. Vor allem, weil man eh vorhat, den zu bemalen. Wir haben einen Gurtpunkt hier an der Schulterstütze und einen Gurtpunkt unterm Griff. Man könnte rein theoretisch sogar noch durch die Hohlräume im Spanngriff auch noch einen Gurt ziehen und hat dann klassisch die Möglichkeit, die Armbrust über der Schulter zu tragen. Außerdem, was ich super finde, ist, dass die Bogenarme von der Armbrust sich einfach abnehmen lassen. Das ist eine schöne Sache, weil der Blaster so leichter irgendwo verstaut werden kann. Die Bogenarme sind flexibel gelagert. Das ist echt ziemlich gut. Es ist kein Gummiband oder so, also das ist einfach nur eine normale Schnur, die hier an der Stelle mit dem verbunden ist, was im Endeffekt den Blaster spannt und auch dann beim Abschuss die Luft nach vorne schnellen lässt. Also das funktioniert quasi in Verbindung mit dem Spann, was ich ziemlich cool finde. Und ja, also eine 6-Schuss Armbrust. Ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an Van Helsing oder so. Und ich denke, mit einem Holzlook wird das Teil schon ziemlich cool aussehen. Ich hatte überlegt, den Griff, die Schulterschütze abzusägen und eine Pistolenarmbrust draus zu machen, weil die Schulterschütze ist natürlich schon ein bisschen klein. Aber dann habe ich mir gedacht, das macht irgendwie keinen Sinn, irgendwie eine Armbrust zu haben. Also eine Pistolenarmbrust mit einem Pumpgun-Griff zu haben, das finde ich irgendwie jetzt nicht so cool. Man könnte jetzt überlegen, irgendwie eine andere Spannvorrichtung dran zu machen, aber naja, muss nicht sein. Also man könnte dann eher nochmal die Schulterstütze verlängern. So irgendwie das so zu bauen, dass man so hält, könnte man vielleicht auch nochmal überlegen. Das wäre dann eher so die klassische Mittelalter-Armbrust-Haltung. Vielleicht müsste man dann einen neuen Abzug basteln, aber das wäre sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, was man machen kann. Wir haben hier eine Tactical Rail, die vielleicht ein bisschen anders aussieht als die sonst von Nurse. Es fehlen halt einfach die Hubbel sozusagen, die die Tactical Rails sonst haben. Es ist aber genauso wie jede andere Rail auch. Also man kann da jegliches Nerf-Zubehör oben drauf anbringen. Ein Zielfernrohr sieht zum Beispiel ziemlich cool aus und deshalb kommt das auch gleich mal hier oben drauf. Ist vielleicht ein bisschen groß, aber die Länge ist auch insofern ganz gut, weil man natürlich dann so anwinkeln kann und direkt durchgucken kann. Also die Farbe beißt sich natürlich, aber von der Form her ist das schon irgendwie ganz lustig. Bei der Armbrust mit dabei sind klassisch 6 Darts, um einmal die Trommel komplett zu laden. Die Darts, die dabei sind, habe ich jetzt leider schon irgendwo verkramt. Deshalb hier mal aus dem Sample Pack, das ich geschickt bekommen habe, was ihr auf der Spielemesse testen könnt. Hier ersatzweise andere Sammeldarts. Wenn ich allerdings Darts sammle, dann sammle ich Darts auf und das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby von mir, weil es eigentlich eher nervig ist als spannend. Aber naja, vielleicht sind Mädchen da auch wieder anders. Ich will nochmal eben zeigen, dass ich die Trommel nach dem Schuss dreht. Ähnlich wie bei der Strongarm auch, im Gegensatz zur Hammershot, wo sich die Trommel beim Spannen dreht. So, ich habe jetzt mal Elite Darts in die 6er Trommel reingetan, einfach nur um zu zeigen, dass die Rebellen Darts wie auch die Zombie Darts einfach nur Elite Darts mit einer anderen Farbe sind.
Jetzt nochmal 3 Schuss Rebellendarts und 3 Schuss Elite-Darts zum Vergleich. Wie immer, ihr wisst Bescheid, der Flur jetzt ab hier, sagen wir 17 Meter. Die Kamera ist jetzt ein bisschen niedriger, also das ist jetzt ungefähr aus Hüfthöhe geschossen. Daher winkel ich jetzt mal ein bisschen an. Also so bis zu 19 Meter schafft sie schon. Eine Nerf, die im Armbrustdesign gehalten ist, eine 6 Schuss Trommel hat, die sehr leicht nachzuladen ist, da sie komplett offen ist. Das ist echt eine Sache, auf die ich mich sehr lange gefreut habe und diese Vorfreude ist definitiv nicht enttäuscht worden. Preislich ein wenig höher als eine Strong Arm, aber dieser Preis wird meiner Meinung nach gerechtfertigt eben durch die Funktionalität und das Design, das wirklich sehr gelungen ist. Das war mein kleines Review zur Rebellenarmbrust. Ich sage danke fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Review wieder und ich gehe jetzt wie Van Helsing mal ein paar Vampire jagen.